Okay, gehen wir das Skript nochmal durch für das heutige Video und Alter, oh mein Gott, es ist! Ja, ich finde die Scheiße immer noch lustig, auch wenn sie mir immer noch irgendwie ein bisschen peinlich ist. Na gut, los geht's mit dem Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute, wie ihr im Videotitel auch wieder bemerkt habt, reden wir auch wieder über einen Sammler und zwar heute über die allzeit bekannten roten Neons. Kommen wir wieder zu meiner Hassdisziplin und zwar dem wissenschaftlichen Namen. Der wissenschaftliche Name des roten Neons ist Parascheirodon axelrodi. Auch er gehört, wie die anderen, über die ich Videos gemacht habe, zu den echten Sammlern. Er erreicht laut Literatur eine Größe von 2,5 bis 3,5 cm. Im Aquarium ist doch eine Größe von 5 cm oder leicht darüber möglich. Männchen und Weibchen sind hier auch eher schwieriger zu unterscheiden. Die Weibchen sind größer und fülliger als die Männchen. Ist also bei Jungfischen relativ unmöglich. In der Natur erreichen sie ein Alter von etwa 2 Jahren. Im Aquarium ist auch ein Alter von über 5 Jahren möglich. Zu finden ist der rote Neon im amazonischen Gebiet in Süd- und Mittelamerikas. Sprich, er ist verbreitet von Venezuela und Brasilien bis nach Kolumbien. Dort lebt er im Orinoco sowie Rio Negro und deren Zuflüssen. Bevor wir jetzt zu den Wasserwerten kommen, möchte ich noch etwas einwerfen. Das ist eine Sache, die viele nicht wissen und auch viele nicht wahrhaben wollen oder falsch erzählen. Ein Großteil der roten Neons, die heute im Handel zu finden sind, sind immer noch ausschließlich Wildfänge. Neons, beziehungsweise der rote Neon, ist immer noch der Hauptexportfisch im ganzen Amazonas. Und jedes Jahr werden zwischen 10 bis über 20 Millionen Tiere nach Deutschland und überall in die Welt exportiert. Dazu muss man aber auch sagen, dass das den Bestand in keinster Weise einschränkt. Klar, 20 Millionen hört sich echt viel an. Wenn ihr aber mal dann berücksichtigt, dass es dort Regen- und Trockenzeit gibt, das bedeutet, dass sehr, sehr, sehr viele rote Neons, also wie gesagt, 20 Millionen sind im Vergleich dazu lächerlich gering, bei der Trockenzeit sterben und sobald es wieder regnet, aus denen die übrig bleiben, wird in kürzester Zeit in ein paar Monaten wieder dieser riesige Bestand. Hier muss man also wirklich sagen, ist das Wildfangen von Tieren in dem Fall wirklich kein Problem und es würde den Bestand auch niemals in ernsthafte Gefahr bringen. Die größere Gefahr hierbei ist eher, dass zunehmend alles verschmutzt wird, abgeholzt wird und somit auch das Amazonasgebiet schwer leidet. Das ist eher der Hauptgrund, warum es irgendwann auch ein Problem sein könnte, rote Neons zu fangen. Und es ist in diesem Fall nicht wie gerne von gewissen Organisationen propagiert, der böse Aquarianer, der den Fischbestand einschränkt, weil er Tiere wild entnimmt. Wie gesagt, der größte Teil von Neons ist heutzutage auch noch als Wildfang in den Läden zu finden. Die Zucht gelingt auch nur bei niedrigen pH-Werten, wenig Härte und niedrigem Leitwert. Daher ist und bleibt der rote Neon ein Weichwasserfisch. Somit sollte euer pH-Wert unter 7 liegen. Ihr könnt euch etwa bei 5 bis 6,5 einordnen bzw. euch in diesem Rahmen bewegen. Am Herkunftsort und auch bei der Zucht wird öfters auch ein pH-Wert unter 5 gemessen. Die Gesamthärte sollte unter 7 liegen. Die Carbonathärte sollte ebenfalls entsprechend niedrig sein. Was ich mir so angelesen habe, aus eigenen Erfahrungen, Berichten und so weiter herausschließen konnte, scheint eine Carbonathärte von 2 eine gute Richtung zu sein. Die Temperatur sollte etwa zwischen 23 bis 27 Grad liegen, wobei auch bis 30 Grad für den Neon eher weniger ein Problem darstellt. Ein regelmäßiger Wasserwechsel ist aber empfehlenswert. Im natürlichen Lebensraum ernähren sich rote Neons von Kleinstlebewesen, Krebstieren und Mückenlarven. Natürlich nehmen sie auch dabei kleinste Algenpartikel auf, also solltet ihr dies bei eurer Fütterung beachten und neben dem handelsüblichen Flocken- und Granulatfutter unbedingt auch regelmäßig Frost- und Lebendfutter in Form von zum Beispiel Artemia, Daphnien
Zyklops und Mückenlarven anbieten. Bei meiner Recherche nach den optimalen Haltungsbedingungen bzw. nach den Mindestanforderungen, wer hätte es anders gedacht, stolpert man natürlich wieder auf das Standard 60 cm Aquarium bzw. 54 Liter, für das sie auch empfohlen werden. Machen wir doch einfach mal wieder eine kurze Denkpause. Bei einer Empfehlung von 10 Tieren oder mehr und einer Endgröße von bis zu 5 cm, ich finde, das passt nicht ganz, oder? Und die wenigsten wollen zudem ein Becken nur mit Neons. Meiner Meinung nach ist diese Empfehlung auch wieder ziemlich daneben. Neons sind zwar wie die meisten Sammler auch so gesehen kein Schwarmfisch, da sie, wenn sie keinen Feindruck haben oder im Artbecken gehalten werden, wie ihr das jetzt hier in den Videoausschnitten sehen könnt, dann bewegen sie sich auch relativ frei und nicht eng alle in eine Richtung, was normalerweise ausschlaggebend ist für die Bezeichnung Schwarmfisch. Sie sollten aber auf jeden Fall zu mindestens 10 Tieren eher mehr gehalten werden. Zudem schwimmen Neons auch sehr gerne mal ein Stück. Daher sollte auch wieder mindestens ein 80 cm langes Becken gestellt werden. Meiner Meinung nach auch eher ein Meter oder sogar 1,20 m, weil erst dann entfaltet sich der rote Neon wirklich so, wie er es sollte und wie er es möchte. Rote Neons findet man vorwiegend im Schwarzwasser und grelles Licht ist nicht so ihr Ding. Zudem, trotz dass sie auch gerne schwimmen, sollten Ruhezonen und Unterstände geboten werden. Euer Aquarium könnt ihr sowohl als Holz-, Wurzel- und Laubbiotop oder auch als bepflanztes Becken planen und einrichten. Der Bodengrund sollte ebenfalls eher dunkel gewählt werden. Ich glaube, die wenigsten von euch haben sich schon einmal Gedanken darüber gemacht oder sich gefragt, warum ist der rote Neon eigentlich so extrem bunt? Beziehungsweise so ein extremes Blau. Das hat so gesehen den folgenden Grund. Ihr seht das hier schön im Schwarzwasser, dass die Farbe auch in richtig, richtig dunklem Wasser optisch schön zu sehen ist. Bedeutet, da der rote Neon für amazonische Verhältnisse ein sehr, sehr kleiner Fisch ist, der bei vielen Fischen auf dem Speiseplan steht, ist das Schwarmverhalten, was er so im Aquarium eher weniger ohne Feinddruck zeigt, dort absolut überlebenswichtig für das Tier. Die grellen Farben dienen anderen Tieren aus dem Schwarm, sich zu orientieren, wo sind die anderen, um dieses Schwarmverhalten aufrechtzuerhalten und so einen wirklich dichten Schwarm, der sich wie ein Tier bewegt, zu bilden. Das könnt ihr auch bei anderen Fischen beobachten, zum Beispiel bei Rotkopfsammlern mit ihrem schwarz-weiß gestreiften Schwanz, der doch etwas befremdlich wirkt, wenn man sich die andere Farbe des Fisches anschaut. Man ist sich sehr, sehr sicher, dass diese Zeichnung im Schwanz dafür dient, dass der hintere schwimmende Fisch weiß, wo der Vordermann ist und sich so orientieren kann, auch in richtig, richtig dunklem Wasser. Auch wieder ein Beispiel dafür, wie verdammt genial die Natur ist. Als Beifische für rote Neons eignen sich viele kleinere Salmler, auch ein bisschen größere je nachdem. Ellwälse, Panzerwälse und Zwergbuntbarsche ebenfalls. Auch schon seit vielen Jahren werden rote Neons als Beifische für Diskus und Skalare gewählt. Der rote Neon ist ohne Zweifel einer der beliebtesten, schönsten und bekanntesten Zierfische in der kompletten Aquaristik. Und er ist wirklich, werde ich mal sagen, ohne Zweifel wohl kaum wegzudenken. Für wenige Cent ist er so ziemlich überall zu bekommen und wird leider oft wahllos verheizt. Wird Zeit, daran was zu ändern, oder? So, Freunde, das war's jetzt mit dem Video über rote Neons. Damit beende ich vorerst mal die Sammlerwoche. Ich wollte ursprünglich 7 Videos machen, also es sollte noch etwas kommen über Sternfleck-Sammler und über Rotkopf-Sammler. Sternfleck-Sammler komme ich im Moment leider nicht an Tiere ran, um da ein schönes Video drüber zu machen. Und Rotkopf-Sammler wüsste ich jemanden, wo ich hinfahren kann. Ich wollte auch schon mal einen Termin abmachen, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Zeit dazu. Deswegen lege ich das Ganze jetzt mal auf Eis im Moment. Wird aber sehr wahrscheinlich im Kanalverlauf noch kommen, wir haben ja Zeit. Ich werde noch eine Menge Videos machen, braucht euch keine Sorgen zu machen. Und ja, ich fände es schön, wenn ihr das Video ein bisschen teilen und verbreiten würdet, dass vielleicht noch ein paar Leute auf den Trichter kommen, dass Neons kein Gebrauchgegenstand ist, den ich so wahllos verheize. Ich meine, ihr kennt das, dass sie wirklich für 99 Cent oder sogar in Paketpreisen, je nachdem wie viel du nimmst, noch billiger rausgehauen werden in den Läden. Und ja, das ist schon ein ziemliches Problem, finde ich. Es ist immerhin ein Tier, auch wenn es nichts kostet. Und auf einen Neon für 99 Cent sollte ich genauso Wert legen, dass es dem Tier gut geht und dass ich ihn artgerecht pflege, wie bei einem anderen Fisch, der über 1000 Euro kostet. Ich denke nicht, dass der Einkaufspreis darüber entscheidet, wie wertvoll ein Tier ist oder wie sehr ich mich um es kümmere. So als kleiner Denkanstoß. Beziehungsweise, um meine Meinung mal noch kurz zu tun. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Das freut mich immer, das hilft mir sehr. Könnt mir ein nettes Kommentar da lassen, wenn ihr möchtet. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem noch die ganzen anderen Videos über Sammler, die ich gemacht habe, verlinkt. Und auch die Links zu meinem Facebook-Profil, meiner Facebook-Seite. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, mir eine Freundesanfrage machen, mir ein Like auf
auf meiner Seite dalassen. Besucht mich einfach mal, würde mich freuen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr eine Frage oder ein Problem habt. Und ja, ihr könnt mich auch noch auf Twitter besuchen. Link ebenfalls unten in der Beschreibung. Und seit neuestem auch auf Instagram, wo es schon ganz schön abgeht, für das auf dem Profil noch nicht wirklich viel drauf ist. Ich werde mich bemühen. Auf Instagram wollte ich es so machen, dass ich dort öfters auch mal Bilder und sowas poste, wenn ich unterwegs bin, die nicht zwingend auf Facebook oder auf Twitter landen. Also dort könnt ihr auch ein bisschen Sachen sehen, was ihr so nicht seht, wenn ihr mir dort nicht folgt, als kleiner Ansporn. Und ja, ansonsten, wenn ihr nichts mehr zu tun habt, könnt ihr auf YouPorn vorbeischauen. Das kommt immer gut, kennt ihr ja schon. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video und macht's gut, ich bin raus hier. Tschüss. Have you ever felt? Are you listening? Damn.